willkommen auf meinem Hof Bergmann, einem LS19 Projekt. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da und schaut regelmäßig rein. Das würde mich freuen. So, wir machen uns jetzt mit dem mega langen Trailer hier mit 3 Traktoren, also mit 4 eigentlich, auf den Weg zum Händler und ich befürchte gerade, dass ich hier nicht rauskomme. Zum einen, weil er aufsitzt. Und zum anderen, weil wir dann zu lang sind. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, wir befinden uns auf der Hof Bergmann. In der letzten Folge haben wir auch nur ein bisschen rumgeschaut und den Drescher und den Pickup verkauft. Haben wir dann hier den schönen Goldhofer gekauft. Oh Gott, jetzt dachte ich gerade, alles fällt runter. Und probiere jetzt mal das Zeug dann zum Händler zu bringen. Ich hoffe mal, dass der kleine Fendt hier mitmacht. Ich muss mal gerade hier das Grundstück, dass ich auf die Straße komme. Weg Loco, Longo. Und eigentlich wollte ich den hier auch noch ein bisschen umkonfigurieren, den Fendt, den schwarzen. Aber erstmal gucken wir, was hier uns die Traktoren noch bringen. Und wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Drescher kaufen. Weil ich habe im Moment keinen mehr. Und unser Feld Nummer 2 habe ich, glaube ich, gekauft. Ist erntereif mit Gerste. Deshalb müssen wir uns da ein bisschen dann sputen. Wir werden es hier machen, dass wir erstmal alles ins Silo einlagern. Wir werden nicht direkt alles verkaufen, sondern erstmal einen Vorrat anlegen. Alter, heftig. Das ist so lang. So, ich weiß nicht, wo der Trigger anfängt. Mal, dass wir hier dann nicht die falschen Fahrzeuge verkaufen. Okay, ist eigentlich der hier auch da? Ja, der ist aktiv. Cool. So, dann fahren wir die gerade mal beim Händler rein und gucken mal, was der uns dafür noch anbietet. Und ich muss noch einen Frontlader mitnehmen. In Schwarz. Sowie Frontlader, Drescher. Ja, das war's eigentlich. Das ist der 300er, den verkaufen wir. Ja, Quatsch. Johnny. Jetzt hoffe ich, dass es der richtige ist. Ja, war der richtige. Haben wir hier noch das hier. So. Dann Frontlader, habe ich gesagt. Das ist ein 150 PS Fahrzeug, weil hier ist ja die größere 90 PS, größere 150 PS. Ich denke, 150 reicht. In Schwarz.
So, dann hatte ich gesagt, ich wollte noch einen Drescher, weil wir haben ja keinen im Moment. Kondo sieht gut aus. Das heißt, wir könnten uns eigentlich einen kaufen, wo schon ein Schneidwerkswagen dabei ist. Das ist mir nämlich ganz lieb. Dann hätten wir hier den Rostelmesh, den größeren Rostelmesh. Der hier. Standard- oder Breitreifen. Normalreifen passt. Gut. So. So, dann hängen wir hinten den Dinger da wieder an. Wobei, ich könnte auch den Drescher draufstellen. Also, ich kann hier jetzt nicht. Ja. Das habe ich mir ja fast schon gedacht. Das erste Teil hinten loswerden. Ich würde den hier gerne, den Traktor, ein bisschen aufhübschen. Relativ. Frontlader ja. Trelleborg, den gibt es bestimmt auch mit Michelin. Nokian gibt es den. Schade. Ja, aber dann nehme ich ihn mal mit Nokian. Schade. Eigentlich müsste mit Nokian 5 km/h schneller fahren oder so. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, nehme ich den Drescher mit? Ich denke schon. Wenn wir schon hier mit dem Tieflader hier sind, können wir den Drescher auch gleich so mitnehmen. Der backt jetzt hinten ein bisschen rum. Passt der jetzt da nicht mehr drauf? Ist er nicht veralbern? Ja, aber dann steht er wenigstens fest. Achso. Sichern? Geht oder geht jetzt nicht? Nee, geht nicht. Okay. Gut, dann ab zum Hof. Der Fendt ist eigentlich ein bisschen zu klein. Ich nehme ja auch gerade mal so einen Snapshot hier.
Screenshots kann man ja nie genug haben als YouTuber. Es gibt immer wieder mal, da vergisst du dann einen Screenshot zu machen. Oh Gott. Der ist irgendwie an der Belastungsgrenze. Tja. Stets bemüht. Komme ich nicht die Straße lang fahren zu unserem Hof? Nee. Alter. Komm, schalt doch mal ein Turbo ein. Ich habe hier übrigens noch keine zusätzlichen Mods drauf. Ja? Es sind nur die Mods, die ihr bekommt, wenn ihr beim Original-Link die Map runterladet. Da sind nämlich schon ein paar Mods mit drauf, aber sonst eigentlich noch nichts. Unter anderem, ich glaube, dieser 500er Favorit. Ja. Den gibt es ja normal gar nicht in Schwarz. So, aber jetzt sind wir gleich oben. Wir gewinnen an Geschwindigkeit. Ich würde auch sagen, dass sobald ich das erste Getreide habe, dass ich dann alle notwendigen oder alle Produktionen, die wir haben, nach und nach befüllen werde. Genauso wie zum Beispiel die Kühe. So, jetzt rollt er aber hier. Dieses Feld hier, was wir besitzen, ja. Gleich abladen. Sieht noch alles so schön neu aus. Ja, jetzt stresst er nicht schon. Schöne Halle, passt genau. Für den Dinger hier. Perfekt. Dann hole ich mal noch schnell das Schneidwerk. Uiui. Hier, ihr stresst, dann stress ich auch. So, ich hatte auch überlegt, ob ich mir noch mal einen anderen Traktor kaufe. Das muss ich mir gerade gleich anschauen. Den leistungsstärkeren, ich habe mir noch den 724 Vario, haben wir ja noch. Aber vielleicht brauchen wir da doch noch was Leistungsstärkeres. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir überhaupt was mit Sätechnik haben. Da müssen wir vielleicht auch noch mal investieren dann. Fuchshausen. So, lass mich gerade mal gucken. Mittelgroß. Ich habe da ein Fahrzeug im Kopf. Ja. Wenn wir mal überlegen. Aber der 9er Series, der ist wahrscheinlich erstmal einfach viel zu groß. Was kann denn der an Leistung? 336. Der ist leider wirklich zu groß. Ja. Okay, dann fällt es erstmal raus.
So, wer es noch nicht geahnt hat oder wer es noch nicht weiß, das ist die Felsbrunn-Map. Das ist sogar eine der Originalstraßen. Da unten geht es zum Bahnhof. Da ist die, sind die Bahngleise. Allerdings ist die Felsbrunn, also die Map hier, ein bisschen kleiner gehalten. Natürlich der Riesenberg hier rechts ist weg. Aber auch die Straße. Ne, die Straße nicht, aber der Weg, der dahinter führt, der ist eigentlich auch noch von der Originalkarte. Hier ist, glaube ich, auch der Originalspot vom Hof. So, gut. Dann haben wir das erledigt, haben wir gut eingekauft. Ich sehe wirklich, ups, ich sehe wirklich keine Sättechnik. Muss ich gerade mal gucken. Ah, doch hier, die Spirit. Ja, die wird man aber, denke ich, auch schnell loswerden. Anhänger. Haben wir den TKD. Ich habe keine Ahnung, wo der steht. Da drin war er nicht. Jetzt steht er da oben. Nicht hier drin. Oh, was denn hier? Varispeed? Seedmaster. Hier ist eine Saatgutproduktion am Hof. Okay. Das Display lässt sich verschieben. Lol. Okay. Wo steht der Anhänger? Hier haben wir noch einen Futtermischer. Hm. Da unten steht noch das Wasserfass. Nein. Also irgendwo muss ja der Anhänger noch stehen. So, das kann leider passieren. Ich bin im Bereitschaftsdienst im Moment. Das heißt, ich bin zu Hause, kann zocken. Aber wenn als Telefon klingelt, dann muss ich rangehen. So. Wo steht jetzt der Anhänger? Da sind nochmal Tore. Geh ich mal hier gucken. Da steht der drin. Ah, hier ist der Gator, okay. Und da steht wieder nichts. Hä? Hier? Diese Werkstatt? Ah, da steht er. Okay, hab's gefunden. Okay, hier ist irgendwas mit Pferden. Okay. Hab ihn gefunden. Gut, dann werde ich den noch schnell anhängen. Und dann war es aber wieder für die heutige Folge vom Hof Bergmann. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Ciao.